Hallo ihr kommt draußen und willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin jetzt schon mal in die Wüste gegangen. Ich habe mir viel da ein, als ich die Aufnahme beendet hatte, dass wir ja ein paar Höhlen von Weitem, sage ich mal, gesehen haben. Und ja, deswegen gehen wir jetzt einfach mal in diese Höhle hier rein und mal gucken, ob wir da irgendwas finden können. Ich war jetzt auch hier noch nicht drin, aber das soll ja jetzt eigentlich kein Problem sein. Mal kurz hier 8 Fackeln, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Das war jetzt nicht so die Mörderanzahl an Fackeln, aber was soll der Scheiß? Jo, größte Höhle ever, würde ich sagen. Die Kohle können wir hier aber mitnehmen. Mal wenigstens ein bisschen was. Aber ein paar Meter weiter war direkt die nächste Höhle, deswegen ist dieser kleine Rückschlag kein Problem. Der ist auf jeden Fall schnell zu verkraften. So, dann geht's hier wieder hoch. Da war jetzt noch hier Eisen. Ja, ich kann sagen, ein Eisen. Ah, hier ist noch mehr. Nice. Das hätte ich jetzt bestimmt nicht gesehen, wenn ich das jetzt nicht weiter abgebaut hätte. Oh, noch mehr. Ah, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Eisen. Oh, ich denke immer, ich sehe überall Eisen, aber nö. Das sind immer diese komischen neuen Blöcke, die keiner kennt. Ja, mal hier rein, ob wir hier irgendwas finden, das bezweifle ich, weil es hier schon wieder hoch geht. Aber heftig, dass es hier jetzt alles aus diesem Sandstone da besteht. Na, ja, diese Höhle hat jetzt gar nichts gebracht. Dreckig. Müssen wir mal weitergehen, weil ich war ja, sind bestimmt auch noch irgendwo nach. Ja, nächste Höhle. Passt. Da geht's gleich weiter. Hier ist Kohle. Komm schon. Ehrlich jetzt. Nur so eine kleine Mini-Höhlen ständig. Kann jetzt nicht deren Ernst sein. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Ich will eine richtige Höhle machen, wo man mal so 1, 2, 3 Folgen drin ist, aber nö. Das will Minecraft nicht, nee. Dann sollte man vielleicht irgendwie mal ein Stückchen weiter weggehen und dann mal irgendwo gucken. Oder wir finden noch später eine Höhle, wenn wir unseren Keller ausbauen. Das wäre natürlich auch noch möglich, aber das wissen wir ja nicht, ob da was, ob man da was sieht oder nicht. Oh, nein, das will nicht. Hier mal noch ein bisschen Kohle. So. Wird schon wieder Nacht. Jetzt nicht euer Ernst, Alter. Oh, wir sind schon Level 18. Wird immer mehr hier. Deswegen brauchen wir jetzt so langsam mal irgendwie einen Enchanting Table. Das war da. Nur dazu müssen wir erstmal Diamanten farmen und das. Dazu müssen wir erstmal andere Sachen. Oh, da spawnen schon die ersten Monster. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend eine Höhle. Sonst sterben wir nämlich noch. Ah, könnte es hier was sein? Könnte hier was sein? Hier auf der Seite natürlich nicht. Bitte auf einer Seite. Bitte, bitte, bitte. Ah, das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt mal erstmal hier direkt einzeln. Das war's mit unseren Fackeln. Ich muss noch ein paar Fackeln machen. Sonst seht ihr wirklich gar nichts und das wollen wir ja nicht. So. 32 ist schon mal wieder ein bisschen mehr. Gehen wir kurz mal in diese Richtung. Dann haben wir das hier nämlich schon mal abgehakt. Überall ist hier Eisen. Das ist geil. Oh. Die Richtung ist noch lange nicht abgehakt. Dann müssen wir erstmal das Eisen kurz abbauen, damit wir es nicht mehr vergessen. So. Oh. So, hier ist auch nochmal ein bisschen Eisen. Oh, das ist schon wieder her. Alter! Und hier ist noch ein hässliches Vieh. So, hab ich dir schon mal gesagt, dass du ziemlich scheiße. Ne? Nein, Mama, nein! Du kriegst mich nicht. Diese Musik. Und dieses Geschrei, meine ich. Zombie, bleib weg.
I. Nice, jetzt habe ich wieder ein Gehirn. Wer hat sich das überhaupt ausgedacht? Also, als wenn da irgendjemand hingeht und diesen Zombie da häutet, damit man dieses Fleisch da. Nee. Das macht doch kein Mensch. Wenn man einen Zombie killt, dann läuft man weg. Das. Nee. Aber auf jeden Fall ist diese Seite hier schon mal gesäubert. Aber hier sind noch viele Bereiche, wo man hingehen kann. Also wir gehen das mal jetzt hier. So. Muss ein bisschen was setzen, damit wir hier jetzt auch nicht unerwarteten Besuch bekommen. Dann kann man ja immer schön mit ein bisschen Eisen abfarmen. Jetzt haben wir wenigstens schon mal wieder ein bisschen. Wenn wir so einen Stack haben oder sowas, ist schon ein Erfolg für uns. Was willst du denn schon wieder? Wieso kommen die von da oben? Bin so doof, ich geh jetzt hier lang. Ja, ist okay. Überall Kohle. Oh, hier ist Eisen, nice. Alter, wie weit geht denn da drunter? Beste wäre jetzt, wenn wir mal random Diamanten finden, aber das war's jetzt schon. War zu erwarten. Hier haben wir nichts, aber hier haben wir die ganze Kohle. Nehmen wir so viel Kohle mit. Wie viel Eisen haben wir denn? 30. Arme Spitzhacke. Eisen haben wir noch mit. Wir könnten dann, wenn die Spitzhacke kaputt gehen soll. Oh, scheiße. Kaputt gehen sollte, können wir nochmal eine neue machen. Also das ist jetzt kein Problem. Dann nehmen wir einfach alles Kohle mit, was wir hier kriegen können. Weil irgendwann fehlt uns das wieder und das wollen wir. Dann müssen wir ja schon wieder eine Höhle, nur um Kohle zu holen. Nee. Dann nehmen wir lieber direkt jetzt schon mit und dann passt das Ganze schon. Muss einfach ein bisschen taktisch mitdenken. So. Dann nehmen wir hier das Eisen mit. Dann haben wir jetzt einen halben Stack schon mal. Das ist schon mal ein bisschen wieder was, dann kann man schon mal ein bisschen was damit anfangen. Ja, es ist mal so interessant, wenn man hier die ganze Kohle abbaut. Das erklärt auch, warum Gronkh Langeweile hat und dabei gesungen hat. Das erklärt wirklich alles, das erklärt einfach alles. Habe ich hier auch noch gesehen? Ja. Das ist dieses eklige Zeug. Ganz ehrlich, wer braucht das? Braucht doch wirklich kein Mensch. Ja, Eisen. Siehst du, zum Glück bauen wir hier auch die Kohle ab. Dann kommen wir auch dann an das Eisen hier ran. So. Ja, Musik. Die Musik peppt uns ein bisschen auf beim Kohle abbauen. Dann ist das Ganze nicht so langweilig. Ein bisschen höher, aber unsere Spitzhacke macht nicht mehr lang. Weil ich sehe schon den Balken nicht mehr. Jeden Moment macht so und das Feierabend. Da war sie. Dann machen wir mal eben hier. So. Jetzt mal hier eine Werkbank, die können wir da einsetzen. Dann machen wir uns kurz eine neue Spitzhacke. Dazu müssen wir nochmal hier. Mal Sticks machen. So. Ob wir direkt zwei machen, ist fragwürdig. Fackeln haben wir noch, aber wir machen trotzdem mal hier. Zack. Das war jetzt ein schnelles Lied. Das war jetzt wirklich ein schnelles Lied. Igitt. Das lassen wir. Ja, hier war ja mal Kohle. Müssen wir alles mitnehmen. Geil, da sparen wir uns einmal Kohle abbauen. Einmal rum. Und jetzt sind wir hier oben. Auch gut.
Ja, Level 20. Also, so lange brauchen wir Diamanten, Alter. Das wäre ziemlich scheiße, wenn wir dann sterben würden. Na, noch mehr Eisen, geil. Das wäre dann wirklich ein bisschen sehr tragisch. Dann haben wir jetzt 20 Level verballert und da brauchen wir wieder Jahre, bis wir die dann zusammen haben. Nur was enchanten wir dann als erstes? Irgendwas Diamantenmäßiges auf jeden Fall. Eine Spitzhacke, vermute ich. Okay. Dann gehen wir jetzt weiter in die Tiefe. Nehmen wir noch diese Kohle hier mit. Also Kohle haben wir jetzt gerade, also jetzt auf jeden Fall im Moment, mehr als genug. Wir werden hier wirklich, man findet auch immer so eine riesen Ader mit Kohle, deswegen... Mal erstmal wieder ein bisschen vernünftig hinsetzen. So. Ich muss mich gerade ein bisschen improvisieren, weil irgendwie mein Bürostuhl, sag ich mal, im Arsch ist. Das hat da ziemlich doll geknackt plötzlich und dann habe ich einfach nur gesagt, ja, ich setze mich da jetzt lieber nicht mehr drauf. Naja. Und jetzt sitze ich auf einem so einen kleinen Mini-Sofa, sag ich mal, so eine Couch, so. Und ja. Deswegen, ich warte jetzt noch drauf, bis ich dann ein bisschen Geld habe, damit ich einen neuen Tisch kaufen kann, aber ja. Ha, das war's jetzt mit der Höhle. Wir haben jetzt 47 Eisenerz, das ist schon mal ein bisschen was, da kann man schon mal was mit anfangen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Und ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.